Herzlich willkommen bei einem neuen Video von Heimnetzwerk und WLAN-Hilfe.com. Heute möchten wir euch mal ein paar Schnittstellen unter Windows 10 zeigen, die du nutzen solltest, wenn du mal wieder Probleme bei der Arbeit im eigenen Netzwerk hast. Also wenn zum Beispiel die Internetverbindung nicht funktioniert, weil eventuell die Verbindung zum Router Probleme bereitet oder du mit einem anderen Computer in deinem Netzwerk nicht kommunizieren kannst, etc. etc. Ursachen für solche Probleme gibt es eine Menge. Das kann an defekten Kabeln liegen, an nicht funktionierenden WLAN-Adaptern, an ausgeschalteten Routern, an fehlerhaften Hubs-Switchen etc. Ein häufiges Problem ist die Fehleranzeige im Netzwerksymbol. Das bedeutet, wenn du einmal hier rechts unten in der Taskleiste schaust, dann hast du hier dein Netzwerksymbol und oft erscheint hier ein kleines rotes Kreuz, das sehr oft auf einen Hardwarefehler hinweist, in der Regel auf ein defektes Netzwerkkabel. Das werde ich mal kurz demonstrieren. So sieht es also aus, wenn das Netzwerkkabel nicht richtig an der Netzwerkkarte angeschlossen ist, weil es entweder defekt ist oder es aus irgendwelchen Gründen herausgezogen wurde. So ist meine Netzwerkkarte wieder okay. Das Netzwerkkabel sitzt richtig fest und ich habe erst einmal eine hardwaremäßig funktionierende, korrekt angeschlossene Netzwerkkarte. Sollte also hier kein Fehlerkreuz auf dem Netzwerksymbol erscheinen, dann kannst du als nächstes prüfen, ob die Verbindung zu einem Computer in deinem Netzwerk funktioniert. Und zwar machst du das über den Ping-Befehl, den du in der Eingabeaufforderung von Window ausführen musst. Die Eingabeaufforderung öffnest du am schnellsten über einen Rechtsklick auf das Startmenü und dann auf den Menüpunkt Eingabeaufforderung Administrator. Damit öffnen wir die Befehlszeile von Window mit Administratorrechten. Du gibst also hier den Befehl Ping ein und die einzige Option, die notwendig ist, ist die IP-Adresse des Rechners, den du prüfen möchtest. Sollte die Verbindung zu diesem Rechner funktionieren, dann wird dir eine Meldung des Ping-Befehls angezeigt, so in etwa wie sie hier aussieht. Es werden 4 Pakete an die entsprechende IP-Adresse geschickt und wenn diese erfolgreich angekommen sind, dann erhältst du auch eine entsprechende Antwort. Also mein Rechner, der hinten die IP-Adresse 1.60 hat, ist hardwaretechnisch funktionell im Netzwerk erreichbar. Möglicherweise erhältst du jetzt hier eine Fehlermeldung, die könnte dann folgendermaßen aussehen. Also es wird hier gesagt, der Zielhost ist nicht erreichbar. Oder auch so aussehen. Es erscheint die Information Zeitüberschreitung der Anforderung. Dies deutet ebenfalls darauf hin, dass der Rechner entweder ausgeschaltet ist oder es deutet darauf hin, dass es Probleme auf dem Weg zu diesem Rechner gibt. Möglicherweise liegt die Ursache vielleicht sogar an deinem eigenen Rechner, und zwar in der IP-Konfiguration deines Rechners. Jeder Computer benötigt im Netzwerk eine eindeutige IP-Adresse. Diese wird in den meisten Fällen vom sogenannten DHCP-Server des Routers vergeben. Das heißt, dein Computer erhält automatisch eine IP-Adresse. So sind die meisten Netzwerkkarten konfiguriert. Ob das auch bei dir so ist, das kannst du überprüfen, indem du auch hier in der Kommandozeile einen Netzwerkbefehl verwendest, der ipconfig heißt. Dieser Netzwerkbefehl ermöglicht dir die Anzeige der Netzwerkeinstellungen deiner Netzwerkadapter, die in deinem Computer verbaut sind. Diesen Befehl führst du aus mit der Option Leertaste-All. Und nun musst du nur noch den Netzwerkadapter suchen, den du verwendest. In meinem Fall ist es ein Ethernet-Adapter, also eine Netzwerkkarte mit angeschlossenem Netzwerkkabel, der mit folgender IP-Konfiguration eingerichtet ist. Hier findest du die IP-Adresse, dann die entsprechende Subnetzmaske, das Gateway dazu und den DNS-Server, das Gateway
ist in der Regel in privaten Netzwerken der Router, der dann die Schnittstelle zum Internet darstellt. Bei mir ist die IP-Konfiguration per Hand eingetragen. Das erkennst du daran, dass unter der Zeile DHCP aktiviert ein Nein steht. Die meisten haben hier ein Ja stehen. Das bedeutet, dass auf dem Router ein DHCP-Server läuft. Dieser DHCP-Server ist dafür verantwortlich, automatisch IP-Adressen im Netzwerk zu verteilen, sodass du diese nicht jedes Mal auf einem Gerät konfigurieren musst. Gerade bei Handys und Tablets, die nur per WLAN ins Netzwerk eingebunden werden können, ist dies fast immer der Fall, dass der DHCP-Server diesen Geräten automatisch eine IP-Adresse zuteilt. Nun kann es ja mal sein, dass der Router nicht erreichbar ist, beziehungsweise der DHCP-Server auf dem Router nicht richtig funktioniert. In solch einem Fall ist dann meistens eine IP-Adresse konfiguriert, die von Microsoft selbst vergeben wird. Diese fängt dann meistens mit 169.254 an und deutet darauf hin, dass es Probleme mit der Kommunikation zum DHCP-Server gibt. Hast du also hier eine IP-Adresse stehen, die mit 169.254 beginnt, dann solltest du als erstes einmal prüfen, ob dein Router eingeschaltet ist. Ist der Router an und aktiv, dann gibt es ein Problem auf dem Weg zum Router. Also entweder per Netzwerkkabel, wenn du ein netzwerkgebundenes Netzwerk verwendest, oder es stimmt was nicht mit deinem WLAN-Adapter, da dieser keine korrekte Verbindung zum WLAN-Netzwerk aufnehmen kann. Um ganz sicher zu gehen, ziehst du einfach mal den Stromstecker vom Router, wartest eine Minute, steckst ihn wieder rein und lässt ihn neu booten. Nach 2-3 Minuten sollte er eigentlich wieder bereit sein. So kannst du davon ausgehen, dass es keine Probleme mit dem Router an sich gibt. Ist der Router neu gestartet, dann sollte auch der DHCP-Server wieder auf dem Router vernünftig funktionieren. Eine weitere Fehlerquelle ist die, dass die IP-Adress-Konfiguration auf manuell konfiguriert ist und dann falsche IP-Konfigurationsdaten eingetragen sind. Hast du jetzt an dieser Stelle festgestellt, dass Fehler bei der Konfiguration der IP-Adresse auftreten, dann begibst du dich am besten einmal in das Konfigurationsfenster deines Netzwerkadapters, um dort die Einstellungen zu ändern. Am schnellsten geht das über einen Klick auf das Netzwerksymbol und den Link Netzwerkeinstellungen. Hier findest du im rechten Bereich das Netzwerk- und Freigabecenter. Und im Netzwerk- und Freigabecenter findest du im linken Menübereich den Menüpunkt Adaptereinstellungen ändern. Jetzt wählst du nur noch deine entsprechende Netzwerkkarte aus, klickst diese mit rechts an und wählst die Eigenschaften. Im mittleren Bereich suchst du nach der Einstellung Internetprotokoll Version 4. Du klickst also das Internetprotokoll Version 4 an und öffnest dessen Konfigurationsmenü über den Button Eigenschaften. Jetzt siehst du hier die IP-Konfiguration, die wir auch gerade im Kommandozeilenfenster angezeigt bekommen haben. Meine IP-Konfiguration ist korrekt hier. Ich habe hier keine Probleme. Solltest du jedoch hier Probleme haben, dann musst du hier die entsprechenden Änderungen vornehmen. Hast du also aus Versehen vielleicht die IP-Konfiguration auf manuell gestellt, dann müsstest du jetzt hier korrekte IP-Daten eingeben. Dabei immer berücksichtigen, jeder Computer benötigt eine eindeutige IP-Adresse im Netzwerk, sonst kommt es zu Konflikten. Möchtest du jetzt, dass die IP-Konfiguration für diesen Rechner automatisch vom DHCP-Server übermittelt wird, dann musst du hier die Option IP-Adresse automatisch beziehen und DNS-Server automatisch beziehen aktivieren, um dem DHCP-Server die Arbeit für die IP-Konfiguration zu überlassen. Bestätige dann einfach die Änderungen mit Klick auf OK. Und dann solltest du die IP-Adresse automatisch vom DHCP-Server erhalten, wenn dieser funktioniert und du eine Verbindung zum Router aufbauen kannst. Da meine IP-Konfiguration funktioniert, werde ich jetzt hier diese Änderung nicht übernehmen
und klicke entsprechend auf Abbrechen. Übrigens sollte auch die Konfiguration des Internetprotokoll Version 6 aktiv sein, da Window intern mit IP-Adressen der Version 6 arbeitet und einige Sachen gerade im Bereich der Heimnetzgruppe nicht funktionieren, wenn dieses Protokoll nicht aktiv ist. Okay, jetzt kennst du also zwei wichtige Befehle, einmal den Befehl ipconfig und den Befehl ping, mit denen du überprüfen kannst, ob deine IP-Adresskonfiguration korrekt ist und ob andere Computer in deinem Netzwerk erreichbar sind. Diese zwei Befehle helfen dir in der Praxis sehr oft, Fehlerquellen zu ermitteln. Deshalb solltest du diese auch kennen und benutzen. Übrigens erhältst du über die Option der Hilfe, in den meisten Fällen ein Fragezeichen, eine Übersicht über alle Optionen des entsprechenden Befehls. Also ping, Leertaste, Strich, Fragezeichen oder ipconfig, Leertaste, Strich, Fragezeichen. Schau dir diese Optionen ruhig mal in Ruhe an, denn es gibt hier wirklich viel zu entdecken, gerade wenn es um IP-Adressen und deren korrekte Konfiguration geht. In diesem Sinne viel Spaß dabei. Dann freue ich mich schon darauf, dich bei einem neuen Video von Heimnetzwerk und WLANhilfe.com begrüßen zu dürfen.